schauen wir uns noch einen Zusammenhang an zwischen Äquivalenz und Implikation. Und insbesondere geht es darum, wie die Äquivalenz ausgedrückt werden kann mit Hilfe dieser beiden unverknüpften Implikationen. Schauen wir insbesondere auf die Formulierung, die wir hier ganz unten sehen. Nun ja, A genau dann, wenn B, das ist ja die Standardformulierung für die Äquivalenz. Aber ich springe hier mal in die dritte Zeile. Wenn und nur wenn A, dann B. Hier haben wir zwei Dinge drin. Denn wenn wir das vergleichen mit der Implikation, dann sagt ja aus, wenn A, dann B, das ist die ganz normale Implikation, so wie sie hier auf der rechten Seite auch steht. Auf der anderen Seite haben wir dann nur wenn A, dann B, und das ist ja auch eine Formulierung für die Implikation. Wir sehen hier das nur wenn, müssen aber noch beachten, dass wir hier natürlich ein B haben und hier haben wir ein A. Das ist also etwas umgedreht. Das heißt auch, dass hier der Pfeil natürlich umgedreht ist. So sieht das aus. Und mit dem, was wir vorher hatten, hatten wir also genau diese Formulierung. Aus A folgt B und aus B folgt A. Also beides steckt da drin. Diese erste steckt in dem Wenn und diese zweite steckt in dem Nur Wenn. Und damit haben wir die Äquivalenz wieder zurückgeführt auf die Implikation, genau genommen also auf zwei Implikationen, genauso wie das hier oben ja auch der Fall ist.